dann die Konsumenten und Konsumentinnen deutlich mehr zahlen müssten, wenn sie ihr Modell durchsetzen oder sonst passt was nicht. Also ich rede mit einem Punkt, das andere nicht. Ganz und gar nicht. Ich glaube nur, wenn 60 Tonnen zum Beispiel, vorgestern, können Sie das lesen in der Zeitung, dass in den Niederlanden 60 Tonnen BSE-Rindfleisch beschlagnahmt worden ist, das über Osteuropa, das Problem unserer Bauern ist nicht in BSE. Osteuropa eingeführt worden ist. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass ich nicht nur keine Kontrolle habe, sondern dass ich auch die schlechte Qualität auf den Markt werfe und das gute Produkt, das hier ein heimischer Bergbauer unter großen Mühe und Aufwendungen sieht, ruiniere. Ich versuche wirklich seriös mit Ihnen zu diskutieren, dass BSE-Rindfleisch, das heißt, auch für einmal Argument akzeptieren, dass die Fakten, ich habe nur keine Faktenkehrt von Ihnen. Wir sind noch immer dabei in Wirklichkeit bei diesen Kompetenzlücken und da stimme ich ja sehr mit Ihnen überein. Nicht? Ich habe mir das jetzt angeschaut, Pensionsreform ist das große Thema, jetzt schlechthin. Es kam sehr viel von den Freiheitlichen. In erster Linie wurde gesagt, das ist alles schlecht, was die Regierung macht. Ich teile Ihre Meinung. Auch ich wäre für eine ganz andere Art der Reform. Und mit mir viele Frauen übrigens. Aber ich habe mir dann die Mühe gemacht, eben mir anzuschauen, was denn die Freiheitliche Partei in den letzten 1,5 Jahren da so geschrieben hat zu diesem Thema und an Programmen entwickelt hat. Es war nicht ganz einfach, weil bei der Pensionsreform gibt es nicht so etwas Geschlossenes, aber ich habe das mühsam zusammengestellt und bin draufgekommen, dass sie eigentlich in ihren Programmen die gleiche Pensionsreform wollen wie die Regierung, plus noch etwas schlechter für die Menschen. Das steht drinnen in ihren Programmen und zwar mehrfach, also Internetsteuerprogramm, also auch übers Internet, sonst auch bei Ihrem Arbeitsschaffen, Steuern senken heißt das und so weiter. Da steht drinnen, Sie wollen einen Durchrechnungszeitraum und zwar gleich lebenslang. Wahnsinnig schlecht für die Frauen übrigens, aber auch für alle anderen schadet das. Sie wollen dieses Drei-Säulen-Modell, das ist das Einzige, das Sie immer wieder gesagt haben. Da ist klar, wenn Sie sehr auf Eigenvorsorge setzen, heißt das, gewisse Menschen, die nicht viel Geld haben, steigen schlechter aus, weil die haben keine Chance. Die Verkäuferin hat keine Chance, eine Eigenpension einzuzahlen, die hat nicht so viel Geld. Dann steht drinnen, weil sie sagen, eine Frechheit, was man jetzt bei den Beamten vorhat, Durchrechnungszeiträume auch für die Beamten. Dann steht drinnen, jeder Mensch soll, wenn er 35 Versicherungsjahre hat, in Pension gehen können, aber dann mit einer ganz kleinen Pension. Also das ist in Wirklichkeit genau das, was die Regierung will. Jetzt aber ist es natürlich für sie opportun herzugehen, nachdem sie merken, das ist alles ein Wahnsinn und die Bevölkerung nimmt das nicht mehr hin, zu sagen, das ist eine Frechheit. Wie passt das zusammen oder gelten diese Programme nicht? Ich würde gerne dieses kleine Bücherl, das ist eh nur ein kleines Bücherl, das Sie lesen müssten, Vertrag mit Österreich geben, ja, wo also zum Thema Pensionsreform eine authentische Dokumentation gemacht ist. Da brauchen Sie dann nicht übers Internet surfen oder was immer, Dokumentation ist sondern Sie sollten also das lesen, was wirklich programmatisch auch beschlossen ist. Und Sie können es auch jetzt dann im neuen Parteiprogramm nachlesen. Was wollen wir? Wir sagen, das jetzige Pensionssystem ist im Grunde genommen, wie sich herausstellt, offenbar nicht reformierbar, weil ein reines Umlageverfahren aufgrund der demografischen Entwicklung über die Jahrtausendwende hinweg nicht rettbar und nicht finanzierbar ist. Das wissen wir jetzt. Jetzt hat man 1993 von Seiten der Regierung eine Pensionsreform verabschiedet, die hat den aktiven Pensionisten, ich glaube, an die 500 Milliarden Schilling schon Kürzungen gebracht durch die Nettoanpassung, die es eine jährliche Verschlechterung bringt. Und diese Reform hat man gepriesen, dass sie über das Jahr 2000 hinauswirken wird. Ergebnis, nach 3 Jahren braucht schon wieder eine Reform. Daher sagen wir, es gibt einen neuen Weg zu gehen, ein neues Pensionssystem zu machen, einen Stichtag festzulegen und zu sagen, die zur älteren Generation gehören, kurz vor einer Pensionierung schon stehen, für die gilt dieser Stichtag, dass sie im alten System noch ihre Altersvorsorge bekommen. Die zu den Jüngeren gehören, haben die Möglichkeit, in ein neueres System einzutreten. Das heißt, eine staatliche Grundvorsorge, das ist auf einem niedrigen Niveau, ein Betriebspensionssystem, das nach der Zeit der betrieblichen Arbeit aufgebaut wird und eine private Vorsorgesäule. Das gibt es in Holland, das gibt es in der Schweiz, das gibt es in anderen Staaten und funktioniert, wie wir wissen. Und der hat den Vorteil, dass es nicht ein reines Umlagesystem ist, wo ja der Generationenvertrag nicht funktioniert. Bitte, wenn man heute die Frage stellt, was ist der Generationenvertrag? Da muss ich sagen, den gibt es ja schon lange nicht mehr, denn die Regierung hat ja an diesem Regenerationenvertrag sich ursprünglich beteiligt und ist jetzt nicht mehr dabei. Denn die Regierung hat sich verpflichtet, ein Drittel der Pensionsaufwendungen zu tragen. Davon ist sie schon längst weg.
Daher gibt es den Generationenvertrag. Wollen Sie dieses Drittel von der daher, Regierung wieder? Von, aus dem Budget? Ich glaube, man muss ein neues System aufbauen. Nein, nur wenn Sie das kritisieren, frage ich, ob Sie das wollen. Also, ja, wenn es so ginge, Frau Rossmann, dann hätte ja die Regierung die Möglichkeit, jetzt das Drittel zu zahlen. Aber in Anbetracht der knappen Kassen sind sie offenbar nicht in der Lage. Daher soll sich der Staat aber auch dann nicht über Gebühr einmischen und sagen, wir akzeptieren zwar die Beitragszahlungen von der aktiven Erwerb, von den aktiven Erwerbstätigen, jeder Arbeiter, jeder Angestellte, Bauer, Gewerbetreibende zahlt für die aktive Pensionsgeneration. Und selber weiß er nicht, was er einmal bekommen wird. Das ist doch gescheiter, wenn ich einen Teil der Regelungen in ein Fondssystem einnehme, nach einem Kapitaldeckungsverfahren, wo ich weiß, was ich eingezahlt habe, das ist mein Anspruch einmal später. Und dieses Modell vertrete ich und das ist eigentlich grundvernünftig. Das ist absolut unsozial und das wissen Sie ja, auch. Ja, wo ist denn das unsozial? Das ist ganz klar. Der Unterschied zwischen einem staatlichen Pensionssystem und einem privaten Pensionssystem liegt auf der Hand. Beim privaten kriegt man das raus, was man einzahlt, plus Versicherungsrisiko und so weiter, ist völlig klar. Mhm. Beim staatlichen, das hat den Vorteil, dass der Staat sagt, ich muss gewisse Ausgleiche schaffen. Für Menschen, die andere Leistungen erbracht haben und dadurch zu wenig Pension bekommen. Ich habe dafür zu sorgen, dass Menschen nicht grundsätzlich im Alter einfach ganz schlimm dastehen, wenn ihnen irgendetwas passiert ist. Mhm. Das lassen Sie damit alles auch sagen. Und es schadet natürlich genau den kleinen Leuten, für die Sie angeblich immer eintreten, besonders. Weil noch einmal, die Verkäuferin, die 10.000 Schilling verdient, die wird sich halt sehr gut überlegen, ob sie dann noch einen Tausender weglegen kann für ihre eigene Pension. Ja, die wird sich halt mit der staatlichen gefretten müssen. Aber das hängt genau zusammen. Und die Reichen können das toll machen. Das soll dann auch noch steuerlich absetzbar sein. Das kommt ja auch bei Ihnen vor. Wenn ich heute ein System habe, wo ich bei einer Pension von etwa 11.000 Schilling, 11.500 Schilling, nach dem neuen System, das die Regierung vorschlägt, damit rechnen muss, dass man monatlich 560, 590 Schilling heruntergekürzt werden, dann kann man ja nicht mehr sagen, dass das sehr sozial ist. Das ist ja wohl vernünftiger, nach der Zeit der Arbeitsjahre eine Grundpension, die mindestens das sein wird, staatliche Grundpension zu haben, aber die Möglichkeit zu haben, auch ein betriebliches und privates Vorsorgesystem aufzubauen. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ich auch eine vernünftige Steuerreform damit mache. Selbstverständlich. Mit den Absetzmöglichkeiten, selbstverständlich auch mit der Negativsteuer. Ich bin überzeugt, Sie haben schon was gehört von einer Negativsteuer. Und wissen also ganz genau, dass die dann in einem solchen System keine Steuervorteile hätten, das als Direktzahlung vom Staat bekommen. Also das von die wegen, Ankündigung freut mich von Ihnen, Sie sind in den Programmen nicht jeder, drinnen. Ja, selbstverständlich. Aber nein. Gibt es Ihnen noch so gerne zur Verfügung, aber vielleicht haben Sie in der Hektik nicht so viel Zeit gehabt zu lesen. Doch, wir haben genau studiert. Ich habe genau studiert. Ich komme auf Ihren Ausflug in die Welthandel zurück und da haben Sie dankenswerterweise den Beweis geliefert für dieses Kompetenzdefizit. Weil wenn ich es auf den einfachsten Punkt wollen Sie eine autarke Wagenburg. Also ich kenne nur ein Land, wo das einigermaßen erfüllt ist, das ist Nordkorea und dort herrscht Armut. Im Zeitalter der Globalisierung ist das sozusagen ein Ausflug in die gescheiterte Wirtschaftspolitik Frankreichs im frühen 18. Jahrhundert. Da brauchen wir dann Europa nicht, da brauchen wir keine gemeinsame Währung und dann leben wir fröhlich in Armut, wie das in der Zwischenkriegszeit ja war, mit den katastrophalen Folgen der Weltdepression, der Arbeitslosigkeit und den Folgen, die das politisch ergeben hat, Faschismus, Nationalsozialismus und den Katastrophen, die daraus erwachsen sind. Und das war eben dann doch keine vorbildliche Beschäftigungspolitik, sondern genau das Gegenteil. Und das ist dann das historische Kompetenzdefizit, das ich Ihnen entgegenhalte. Das heißt, wir müssen den Weg mit einer Unvollkommenheit der europäischen Integration weitergehen. Das ist ein Prozess seit dem Jahre, weiß ich nicht, 1952. Das heißt, wir brauchen die Wirtschafts- und Währungsunion, da ist der Euro, die gemeinsame Währung, ein Teil und dann soll man den Menschen sagen, der Euro nimmt den Menschen nicht Geld weg, sondern tauscht es nur ihm. Eine Semmel wird nicht 5 Schilling kosten, sondern 40 Cent etwa. Und man braucht um die Stabilität keine Sorge haben. Wir haben heute in Europa praktisch eine Nullinflation. Das ist die innere Stabilität. Und im Außenverhältnis, Herr Dr. Barzel, die D-Mark ist schwächer geworden gegenüber dem Dollar, der Lira, dem Pfund und wir auch. Das heißt, wenn wir den Euro, die gemeinsame europäische Währung bekommen, wird die sogar wieder stärker werden als das, was wir
jetzt haben,